Geht's. Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, wenn man mir schaut. Ich bin einfach mal schön, ich begrüße euch mal wieder mit perfekt ausgesprochener Begrüßung und mit Karma zu SML-Spieltag 7, 8. Mensch, hast ja mal wieder die alte Ja, natürlich musst du. Ansprache ausgehauen. Musst du mal, Wie nein, nicht immer das gleiche sagen. back to the roots. Jo, genau das. Spieler 7 oder 8? Ich glaube 8, oder? Sieben? Wir stehen ja 3, 4, oder? Ja, nee, Okay, ja. da acht, ja. Ja. Okay, Ja, Mann. auf jeden Fall, wir haben heute noch absolut spontan, nee, absolut unspontan, das war alles geplant heute. Haben wir heute Vormittag noch angefangen, ein Team zu bauen. Am Sonntag, wenn am Sonntag Deadline ist. Dann sind wir jetzt kurz durch, damit ihr auch wisst, was wir so Tolles dabei haben. Wir haben einmal Rund wie Downy dabei, unser Eldegoss, was einfach wieder das normale Pivot-Ding ist, mit Spin. Ja, Diesmal du. ohne Jetpack. Ja, Eject Pack, das ist halt so OP für manche Leute. Kann man nicht immer mitnehmen. Das erfordert eine Menge Kraft, das zu spielen. Dann darfst du mal unser Kramox machen mit dem tollen Namen. Ja, unser Assault West Kramorks, Ja. weil Assault West so auf ist immer ein schönes Meme bei den unterentwickelten Mons. Wir haben nur Sucker Punch zum Angreifen, Rain Dance Roost, Toxic. Toxic, wir treffen alles. Der hat weder Steel noch. Die haben weder Die, Steel Type das noch sind einen dann wieder Poison zwei Type. Leute. Ja, die haben weder Steel noch einen Poison Type. Und ja, Rain Dance für Kamaim, logischerweise, und Sucker Punch, damit wir mal ein paar Sachen treffen wie Raichu oder Indeedee oder ja, die halt schneller sind wie wir. Allgemein, die haben so viel Glaskanonen da drin, das ist ordentlich. Und wir brauchen halt logischerweise keinen Speed, weil wir Prankster und Zuckerpunch haben. Wir haben vier Prios. No. Also da haben wir hier Dreadnought, der Diesmal hier. G-Max. Jo, ja, natürlich, schön mit G. Nee, ich hab's mir dann nicht mehr mit G-Max, lol. Falls wir Regeln brechen, dann mit Stil. Ja, klar, mal, muss so. Ja, mit Swift Swim wieder, also wir hatten ja den Rain Dance auf Kramox drauf. Dann mit Life Orb Liquidation, so ein Superpower treffen wir so also ziemlich alles. Einziges Problem, wir können der Tyra werden, aber auf plus 2 im Rain killen wir ihn auch. Okay, auf plus 2 im Rain. Ja. Ja, aber sonst können wir eigentlich kaum mit rüberfahren mit Kamal. Dann Regice. Jo, mit Heavy Duty Boots, damit wir öfter reinkommen, Rock Polish zum Speed erhöhen, dann sind wir schneller. Als was wollen wir schneller? Ach, als Raichu. senior-schnellstes Mann, ne? Ja, Ja, Raichu. als senior-schnellstes Mann. Ja, und dann, der macht schon relativ gut Damage, ne? Bolt Beam Coverage plus Focus Blast trifft eigentlich so ziemlich alles Und vor allem der richtig hat gut. einfach 100 Def immer noch, das ist halt insane. Jo. Dann haben wir hier noch unseren Mawile, so wieder Fist Def unterwegs mit Knockoff, Big Break, Iron Head und Rocks. Und ja, der beißt halt, Leute. Der krönende Abschluss, der Erling Haaland, Lol, ne? Wegen XCD. Haaland, lol. Joyce Band haben wir auch noch nicht gespielt. Ja, auf dem habe ich schon alles drauf. Der macht halt richtig. Der haut richtig drauf. Der ist wie die ranzige Dorfnutte in Bulgarien, auf dem war schon alles drauf. Jo. So, dann fahren wir die hier mal heraus. Bist du im richtigen Account? Das ist, nein, und ich habe eher, anscheinend sind die eh offline. Das ist bei mir. Die Hexer sind das, ne? Ja. Oh, jetzt habe ich mit 3x gemacht aus Jetzt Versehen. hab sie. Er sollte das Team sein, jo, passt. Hab. So, dann switchen wir wieder. Darauf, dass man auch mal noch den Textchat ansieht. Ja, mein tolles Oyo-Team da links. Bewundert es. Ist das nicht halt spielbar? Das ist dieses Geile dran. Obwohl ich halt so rein metamäßig absolut Noob bin. Okay, was haben sie denn nicht dabei? Das ist die wichtigste Frage. Was haben sie nicht dabei? Und so haben sie nicht dabei. Toggetic ist nicht dabei, ne? Ah doch, Toggetic ist dabei. Ne, Toxic die haben ist Indeedee dabei. nicht dabei. Das ist cool. Oh, das war da Fandra erstmal ist nicht falsch. dabei, no. Nicht Fandra. Scheiße. Ja, erstmal ist Liga 1. Also Jo, Regigigas haben sie auch nicht dabei. ja, dann können wir ja mit unserem Nickname flexen. Für Nontor, Reptane, Seemonsen. Jo. Frage ist, wollen wir einfach mit Zapplerang leaden, Hätte ich jetzt weil einfach gemacht und einfach random U-Turn. Let's go.
Und wenn Kolosse leadet, drücken wir einfach Aquatel, oder? Stirbt Ja. er? Das der droppt doch safe. Weiß ich nicht. Mal gucken. Der hat relativ viel Def. Gucken wir mal. Bolt gegen unser. Das ist vierfach weak und es ist ein Aquatail von den Bandit Electros. Der 110 Attack. Ja, schon. Wo ist denn unser Elektro hier? Ne, der killt nicht mal, wenn der Full Fist ist. 88. Alter, das wäre halt richtig sad, wenn wir dann Flame Buddy bekommen, ne? Hey, wenn die dann Dinger, wenn die an den Dampfvertrieb reinkicken. Shit. Was war, soll ich eigentlich die deutsche Übersetzung reinmachen oder nicht? Naja, kannst du mal machen. Easy Deutsche Schon-Übersetzung ist beste, Leute. Ja, haben wir zum Beispiel Stealth Rock, Abschlagen, Ziegelbruch und Eisenkopf. Was ein Ziegelbruch? Geil. Was? Ja, Ziegelbruch. Also Der gehen wir mal Elektros Ziegelbruch. rein und hauen mit unserem Auswahlband Aquaschwanz rein. Geil. Ich liebe das jetzt schon für die beste Aufnahme. Okay, ja, wir leaden mit Elektros, oder? Erstmal Timer starten. Ja. Können wir nochmal die Sets durchgehen, jetzt nachdem alles umgestellt ist, da haben wir schön den Punch. Und natürlich, Leute, die Spule Haarbefall. ist der einzige Move, den man überhaupt auf etwas spielt, die Spule. Dann haben wir hier noch. Ach, Jutta ist Spule, oder was? Der Move heißt Spule, ja. Heißt Levitate Schwebe? Oder Schweben? Levitate als Schweben. Ja, oder halt diese nur, aber nur so. Wait, hier ist irgendwo ein Move Blitzkanone, aber es ist doch nicht Blitzkanone. Ne, Blitzkanone Power. Blitzkanone Power 80. Was ist denn das? wo? Bei Nee, wem? Flash Cannon ist das. Ach so. Man kennt ihn. Dann haben wir hier natürlich noch Da ist wieder richtig den Li Spaß. der gute alte Lichtbildschirm, den haben wir auch noch. Denkst du, die sind voll Fistef-Kolosse? Nee. Kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, oder? Ich sehe halt irgendwie, dass sie den mitgenommen haben wegen Ich Red-Eyes. seh den Spedef gegen Kreejita oder sowas. Ich sehe eher Spedef gegen Red-Eyes. Halt, und halt auch gegen Cheetah. Beide. Kann sein, ja. Ja, stimmt, gegen Ja. Wetscheiß. Immer die gute alte Stahlblitzkanone, man kennt sie. Und natürlich auch, Leute, die Sturmweste. Und Schärpe fokussieren. Sturmweste? Sturmweste ist beste. Was sind die Sturmweste? Assault West. So, wow. Und Heavy Duty Boots, wie wird das übersetzt? Die heißen Hochleistungsstiefel. Geil. Ich liebe es. Also, Leute, wenn. Komm, ein ruhiges Gemüt. Los, Kramux, setz ruhiges Hast Gemüt ein. du ausgewählt? Schon? Ja, ich habe ausgewählt. Soll ich auch mal mit? Ja, mach mal. Ich habe jetzt auch mal mitgedrückt. Jetzt hätte ich. Alter, wir haben den. Le Das ist schon mal sehr gut. Also wir drücken Instant Aquatail, oder? Ja, let's go. Jetzt kommt so, die haben jetzt ja die Anti-Wasserbeere. Kann sein. Auch glaube ich nicht, oder? Vor allem, wo machen die Damage mit, wenn sie Dampfmaschine haben? Die werden, wenn dann Anti-Kampfbeere haben gegen Focus Burst, denke ich Ja, mal. glaube ich auch. Einfach mal Aquaterm wegdrücken. Genau.
Der Erling Haaland. Wir haben ja auch noch Spielen faul, Dunst. Achso, ich müsste was. Und psychische. Ich glaube, ich müsste auch wieder drücken. Ja, mach mal. Wir drücken mal. Sport ist auch noch ein cooler Move. Erstaunliche. Verwirren Sie Ray. Weil irgendwie der Übersetzer anscheinend nicht weiß, was Ray bedeutet. Strahl. Einfach der Verwirren Sie Ray. Das ist mein Lieblingsmove. Und wie ist V-Generator? Oh, da müsste ich mal schauen. Achso, okay. Victini. Okay, dann haben wir erstmal. Big Break zerstört Bildschirme. Mal wieder. Geil. Lichtbildschirm, magischer Mantel. Lichtbildschirm. V-Create heißt aber nur V-Create, leider. Oh Mann, ist ja lange. Müssen wir mal in-game schauen. Feiern! Keine verhältnismäßige Verwendung. Das Celebrate heißt einfach feiern. Alter, wäre schon richtig Heat, wenn der jetzt einfach gleich sterben würde. Wäre schon insane, so einfach First Turn down. Vor allem, was hat man wieder Kills bekommt. Wie steht denn der aktuell so von Kills her? Da müssen wir wieder ein bisschen aufholen, weil wir jetzt war ja ein bisschen reingeschissen haben. Ja. Jetzt hat er eins Platz 7 mit 7 Kills. Das ist vielleicht zusammen mit Simon, was zur Hölle? Simon ist einfach von ihr der beste Killer. Holy shit, und die haben sie nicht mal dabei. Alle sind und dann kommt Monte Carlo. Ja, ich seh's. Sie überlegen ziemlich lange, ne? Jo, oder die haben mal wieder nicht beigedrückt. Oder, ich hab schon geschrieben. Oder Shoran buggt wie sonst was. Das wäre Underkey. Easy. Oh Gott, Alter, das ist so gut. Der Junge böllert. Rally Use hat übrigens selten verwendet. Kleine ja, Tasse. Stimmt, ja. Kleine Tasse. Wer ist denn die kleine Tasse? Little Cup. Oh, wow. Können wir mal darüber reden, dass wir das Ding weggeschossen haben? Wait. Ja, jetzt mehr. Mal schauen. Aber was gehen die jetzt? Gehen die Torterra? Also ich kann mir vorstellen, die wollen halt. Jetzt gehen die einfach Lycan. Jetzt gehen aber Lycan noch, um sie zu boosten. Okay. I guess. Ah, ist ein Play. Okay, jetzt komm. LOL, ich spiele aktuell Platin privat durch. Und da ist alles in Torterra einfach auch Pangea, lol. Und da ist safe Muschelrüstung. Ich denke mal, die werden keine Roxy. Die werden Rocks auf Kolosse gehabt haben, denke ich mal. Der oder was sagst du? Der schnelle Spin. Was sagst du? Kann sehr gut sein. Also, ich will hier was vergehen. Wie sieht's mit... wir haben zwei Optionen. Einmal entweder Eldegoss oder Camorx. Ich will Eldegoss gehen, einfach nur zum gucken, was sie jetzt so probieren. Also, ich könnte mir jetzt halt... Oder wir gehen einfach Regice. Nee, das finde ich jetzt... Komm, er hat sich die Bane jetzt zerholt, dann ist er vielleicht 1-1. Ja. Kann sehr gut sein. Wir können also Tisch auf Murkrow gehen. Ja, wenn der offensiv ist, dann macht er halt ziemlich viel Damage. Und wenn der halt jetzt Scarf ist. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass jetzt ist Dean oder so. Das hätte ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie das jetzt Double Dancen oder so. Stimmt schon. Aber wir können. Wenn der Double Dance, könnten wir immer noch. Sind wir mit Kamein dann immer noch schneller, wenn wir einfach Regen holen. Na klar, aber. Müssen wir erstmal auf Platz plus 2 kommen, dass wir ihn wegbekommen. Ja, wenn der offensiv ist, dann hält er ja nicht. Also ich würde erst sagen, mal okay, oder kann ich mal einen Aquatail, wie macht denn der? Der macht nicht so viel. Kommst du plötzlich so 80% jetzt. Was ist denn das? Ein... Torterra. Torterra, ich mach mal offensiv, ne? Ein Torterra wird überwachsen.
Offensiv macht er 42 bis 50 und Woodhammer macht offensiv 59 bis 69. Und wir 69. Ja. Und wenn der schneller ist als wir, dann wissen wir, dass der Speed hat. Und wenn der nicht schneller ist als wir, dann hat er keinen Speed. Okay, dann lass in Eldegoss gehen einfach. Okay. Der kommt vermisst. Wollen wir einfach drainen, eine Runde? Jo, können wir machen. Einfach eine kleine Runde saugen. Heißt das saugen? Nee, der heißt... Ja doch, der ist Giga, der ist einfach nur Giga Drain. Schade. Aber wir haben noch die Blutegelsamen und den schnellen Spin. Was, Blutegelsamen? Ja, Blutegelsamen. Oh, wow. Okay, also Gigasauger. Ja. Das gigantische Saugen ist eröffnet. Können wir schon mal schauen, was der für ein Set ist. Mhm. Wenn der offensiv ist, machen wir mit Gigasauger ja, 22 bis 27 Prozent. Okay, jetzt kannst du machen einfach 30, weil die einfach minus Spätzdeffen ohne jegliche DVs in der Spätzdeff spielen, weil sie Bock drauf hatten. Genau. Und spielen so ein Mix-Set mit. Ja, okay. Okay, hast du davon drin? Das ist doch AV-Damage, oder? Radicate. Oh, Radicate. Radicate Alola mit einem Sorted Dance. 27 bis 32 Prozent machen wir. Okay, dann passt das. Ich muss noch was schauen. Weil eigentlich würde ich jetzt gerne in Dinger rüber, aber. Obwohl, okay, wollen nur schauen, ob der in der Form auch Flammenrad kann. Der kann eh Stomping Tension, von dem her wäre es eh egal gewesen. Jo, lass dann rum in Marwall, oder? Hm. Einfach mal eine Runde rumnocken. Lego. Alter, ich beiß dich. Au. Widerstanden! Okay, Torterra. Einfach mal rocken, oder? Kappa. Wollen wir jetzt mal in. Ja. Murkrow wieder. Ich hätte keinen Bock, den Surge zu fressen, den haben sie gerade eben schon gedrückt. Ja. Einfach wieder, Eldegoss? Ja, würde ich machen. Uns juckt halt nichts, was der drückt jetzt. Außer die drücken jetzt SD, das wäre ein bisschen kacke. Ja. Ich will halt gerne mal ein bisschen andamagen den Jungen. So ist nicht. Ich will aber jetzt kein Erdbeben bekommen, tatsächlich. Ja, einfach mal Iron Head eine Runde, oder? Wir haben halt leider kein Damage gesehen. Ich hätte lieber gehofft, dass die Stone Age trifft. Same. Also nochmal Eldegoss. Jo. Erdbeben. Dass die Gegner. Weil die Gegner Spandera, Pangea hat Erdbeben benutzt, okay. Lol, der hat sogar das Geschlecht beachtet. Was zur Hölle? Oder was hat er beachtet? Was? Was hat er beachtet? Das Geschlecht, ist, weil das Ding weiblich ist. Achso. Ah, das hat die Gegner schon Pangea. Lol. Kann ja auch Zufall sein. Also, offensives Erdbeben macht 19 bis 23. Die sind nicht offen. Okay. Heißt, sie sind defensiv. Mathe-Genie. Heiz plus 1. Wollen wir 82. Mal 7? So auf. Jo, können wir mal machen. Hab ich jetzt nichts again. Jo, Leech to the Seeden. Die Blutegelsamen mal klicken. Ja. Mit unserem guten Reste-Item. ...2542 aktive Schlachten. Das ist irgendwie so eine Rage Hero Legends Werbung. Oh Gott. Aktive Schlachten. Hey, spiel ich Rage Hero Legends. Togetic. Talk to the Ethic. Wollen wir... In Irland gehen? Ja. Wir verstehen uns. Ja, wir kennen uns. Tatsächlich? Wer sind sie? Was machen sie? Machen wir aus. Okay, ja. Erling Haaland, der Junge. Das ist mein Junge. Das Geile war eh,
Heute war ja dieses Uyo-Turnier da von Data Gaming. Da gab es einen, ich hab die Kämpfe zwar nicht alle gesehen, aber anscheinend gab es einen, der sein Fuyal Allianz Arena genannt hat. Wir könnten auch theoretisch in Wedge Eyes gehen. Ja? Da können wir auch Basically haben die gar keinen Switch-In mehr. Stimmt. Lol. Jo, lass machen. Wir könnten theoretisch noch Fickfett haben auf Ready Kate. Aber... Ja, aber da haben wir Focus Blast. Einfach jetzt den Wedge Eyes einmal Setup, let's go. Wir können auch erst. Ja, wir gehen erstmal in Red. Jo. Also, oh, also Lettos oder Red Eyes? Wir können halt immer noch Lettos und einen U-Turn. Hm, ist mir ein bisschen safe, weil die jetzt ja sicherlich wissen, dass wir banned sind. Wir gehen einfach. Ich würde sagen, wir gehen einfach in Red Eyes. Ja. Jo. Gegen Regigigas waren. Oh. Alter, was ein Damage. Mensch, da haben sie uns aber predicted. So, Rock Polish? Ice Beam erstmal, oder? Okay, jo. Oh, warte mal, oder Rock Polish? Wir sind ja auch schneller als Relicate, ne? Die dahin dann halt einfach alle, oder? Kann das sein? Ich weiß jetzt, obwohl. Wie viel machen wir auf Raichu? Died. Ja, Raichu okay, macht dann nix. Ja, stimmt, Raichu macht uns halt nix. Torterra died. Außer er hat das CHG. Radikal died, wenn wir treffen. Ja. Lycanroc died auch, wenn wir treffen. Ja. Wollen wir das einfach mal eingehen? Jo, let's go. Einmal Runde Rockpolischen. So, Regigigas, wer? Du bist unser Junge jetzt. Soll der Fokus blasten, oder? Wait, wie viel drücken wir? Haben wir irgendwas, was safer ist? Aber ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, ob der Flugfett hat. Und ich glaube, Kibo würde nicht killen. Redicate, wie viel Damage hat denn der vorhin gedrückt? Redicate, was hat denn der vorhin gedrückt? Der hat U-Turn gegen Mawai mit 3%. Ist jetzt nicht unbedingt so die beste. Also 3,3 also waren es. Der ist auf jeden Fall. Hat er 3,3. Also erst könnte banned sein. Er hat auf jeden Fall Damage boostendes Item oder das Adamant. Okay. 3,6 bis Ed is banned. Ich guck mal Adamant einfach. Ist 2,6 bis 3,2. Okay. Auf minus 1 Attack. Ach nee, der könnte auch einfach Hustle sein. Warte mal. Ich hab ja noch Guts drin. Wo ist denn Jolly? Ich mach einfach mal das ist Wurst. Und Bustle. Hey, Kalk, soll ich noch kommen mit Relicate Alola? Ja. Wenn du noch Guts drin hast. Oder hat er gar keinen Guts? Aber hat den Redicate Alola andere Werte? Ja, der hat komplett andere Werte. Der ist viel defensiver, der Junge. Fuck. Der hat ja, nur 71 Attack. Und das ja. Das ist normal. Das normale hat 81 Attack. Dafür weniger. Der auch, hat ja auch 20 KP Base mehr, ne? Aber es darf halt 20 Base weniger, 20 Base langsamer. Okay. 3,2 bis 3,9 macht Jolly Hustle. Ohne Damage Boostens Item. Wie viel? 3,2 bis 3, okay. So, einfach ich wollte noch gucken, ob Dings killt. Er muss ja eigentlich Thickfett haben, heißt du kannst nicht groß mit Hustle kalken. 52 bis 65, nee, 54, nee, 55 bis 65 macht es. Na, das haben wir einfach Fokus blasten. Wir können auch einfach Icebeam, der killt uns nicht, nein, okay. Oder? Okay, Icebeam, go. Das ist Thickfett. Okay. Knockoff. Rip Boots. Und ich weiß ja, ob es ein Accelerock killt. Wenn was killt? Accelerock. Ja, der killt jetzt sicher. Aber wir können wenigstens noch einen Mann killen, oder? Nochmal Ice Beam. Jo. Hör doch Focus Blast machen sollen. Wir haben doch keinen. Warte, Knock. 50% mit Knock. Heißt, aber jetzt müssen sie Lycanroc behalten. What? Wenn wir Lycanroc irgendwie wegbekommen, was eigentlich im Moment Regis ist. Ja, was war denn das?
Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Ganz stark. Fixed. Ja, die... Nock. What? Nee, die müssen aber. Die müssen auch trotzdem. Nee, Choice Band trotzdem. Ich hab 50% gemacht. Gegen unser Red Eyes. Ah, nee, die können nicht Fickfett sein. Die sind der Sword West gewesen. Ah, okay. Weil Adamant Choice Band. Louis, pass jetzt. Ah, nee, ich bin auf minus 1. Ah, nevermind. Nee, das kann schon sein, dass die Jolly sind. Okay. Mawile oder Eldegoss? Mawile, oder? Ja, können wir machen. Dann einfach Iron Hayden. Jo. Das war schon fast Damage. Krim der Krimmige. Oh, jetzt aber Iron Hayden, oder? One-Knocken. Knocken, oder? I guess. Abklopfen. Abklopfen. Wir können auch doublen. Wir können auch wieder doublen in Red Eyes. Weil die jetzt wahrscheinlich in. Können wir bei Legend auch machen. Weil jetzt unter Terror wahrscheinlich gehen. Jo, können wir machen, oder? Let's go. Ja. Weil, na gut, die könnten auch Feuerzahn drücken, oder? Obwohl, minus 1 Attack glaube ich nicht. Warum sollen die auf minus 1 Attack gegen einen Stahl-Pokémon angreifen, was ein Eisenschild drücken kann und die damit instant wegkillt? Ja, wobei, die gehen in Torterra, ziemlich safe. Ja. Wollen die? Eben. Jo. Lego. Einfach Ice Beam, oder? Ja. Lego. Und was died jetzt? Alter, Red Eyes, please. That's insane. Da hat jemand maximal Bock in dem Game. Oder, warte, können die schneller sein als wir? Die sind nicht offensiv, ne? Der stirbt aber safe, wenn der, selbst wenn der Spedef ist, oder? Außer wenn die halt Yachi haben, ne? Ja, Yachi. Ich guck mal, 2 mit, was ist ein Korn, ne? Komm einfach mal gucken. Scheiße, geil. Gegen Reg Eyes, ja, der died, selbst wenn der Korn ist. Also er muss die Bäre haben, sonst died er. Okay, nice. Einfach ja. Ice Beam. Ja, okay, beim 100er Spezialangriff erwarte ich auch irgendwie nichts anderes. 100er Step, 100 und mit Step halt auch noch. Regigigas Wehr. Ja, Regigigas Wehr ist es. Kennt man nicht. Wer soll das sein? Aber ich will eigentlich irgendwie noch alle unsere Nicknames preisgeben. Sonst einfach nur so mit 4 Mons easy durch. Am Ende losen fällt es trotzdem noch, weil sich plötzlich Raichu einfach auf plus 6 boostet. Absolut unwahrscheinlich. Aber der müsste ja auch seine Init boosten, ne? Also, weil wir einfach in Kramox gehen können zur Not Rain Dance und Kamal. Hey, der hat einfach Seikabere Sub Nasty Plot. Mit Sasha. Nee. Der subbt einfach gegen Kramox, wenn wir Rain Dancen. Ja, auf Nasty Plot. So. Und dann jede Runde Sub, natürlich die Seikabere. Dann sweept er uns einfach mit Thunderbolt. Auch wenn ich nicht weiß, ob ein Thunderbolt auf plus 6 überhaupt Elektros killen kann. Aber Seikabäre reicht doch im Regen nicht aus. Wir sind auf Scarf Raichu gespeedquit. Stabil, stimmt. Das heißt, wir sind langsamer als Scarf Lycanroc. Schlecht. Hä? Lycanroc ist ja schneller. Easy! Red Eyes, das waren noch die 2 ersten Kills von dem, oder? Oder ne, wollte der schon mal einen. Letzte Woche, glaube ich, oder? Hat er letzte Woche was gekillt? Ne, letzte Woche haben wir doch nur einen Kill gehabt. Und stimmt, es war die Deathfrost, stimmt. Ja. Der hat schon mal was gekillt. Was hat denn der mal? Wann hat denn der mal was gekillt? Unser Team mal raussuchen. Am 2. Spieltag hat er da mal was gekillt. Der knappeste quasi. Wenn die jetzt in. Den Split will ich mal sehen. Denkst du, die predicten jetzt? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die jetzt Storming Tantrum. Aber tanken wir den? Nein, Storming Tantrum würden wir tanken. Ziemlich sicher. Beschleunigungsschloss. Warte. Was ist ein Beschleunigungsschloss? Accelerock. Achso. Brick, nee. Kann der überhaupt Storming Tantrum nicht? Ja, kann der, aber da sind ja nicht alle Moves im Kalk drin, deswegen.
Stomping Tantrum macht 23-27%. Ich kann, also, mir so vorstellen, dass die jetzt predicten. Sommer? Ich weiß nicht, also Fokus lassen. Rage Eyes ist so wichtig. Rage Eyes gewinnt halt, wenn Lycanroc weg ist. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt. Und vor allem, die können jetzt hier auf Stone Edge gehen. Also um mehr Damage zu drücken, so ist nicht. Genau, in Eldegoss wieder gehen. Ja. Oder in Marble. Obwohl, ja, Eldegoss geht halt auf. Wir haben einfach Regenerator, wenn wir rausgehen. Fertig. Ja, komm, wir gehen in Eldegoss. Ja. Crit, ja! Crit ist ein Treffer! Drain. Jo. Obwohl. Warte. Denken wir, ob eine Edge jetzt noch? Ich guck mal, bei 65, gucken. Bei 65 ist es eigentlich eine Bowl. Also, es sollte eigentlich eine Roll sein, ob wir es leben. Oder ob wir jetzt nicht leben. Ich guck mal Edge Crit, was der ist. 65, also da hat 65% gedrückt. Ja, der wird, nicht. Der hat kein Damage boostendes Item. Okay. Er ist der vielleicht gescarft. Crit 41 bis 49 machen die. Ah, nee, den lieben wir nicht mehr. Wollen wir. Na komm, wir gehen Morweil, oder? Ja, Marvile. Let's go. Mal wieder. Ich sag Marvile. Ich seh gerade irgendwie ein gescarftes mit Lycanroc, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich sehe das gerade irgendwie. Denkst du? Scarf Exelroc ist a thing? Nee, ich weiß halt echt nicht, ob das Ding gescarft ist. Bin ich mir halt echt nicht sicher. Ironhead? Weil die halt immer so gleiche Moves drücken und so. Bis halt nach dem Exelroc draufsteht. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen perplex. Lass mich. Vielleicht haben sie schon aufgegeben halt. So. Ironhead? Jo. Knockoff hab ich jetzt gedrückt, glaube ich. Egal. Leute, der ist gescarft. Oh, Leute, Joyce gab. Dab. Dab und den Haters. Wenn der Joyce gab. Dann ist Lagen noch schon mal nicht gescarft. Also, ihr spext. Raichu. Was fährt denn der, wenn der Joyce. Der wird. Wolchwitch. Ja, V-Switch, T-Boat vielleicht noch. Surfer, ja. gegen uns dann noch. Grassnot für Kamalm. Wieso? Der hat T-Bolt, du Kek. Ja, schon, ich bin behindert, ja. Focus Blast noch. Und ja, U-Turn vielleicht. Keine Ahnung. Was er einfach Double-Turn hat. Der kann kein U-Turn. Echt nicht? Nee. Ja, der kann U-Turn. Ich guck mal kurz, ob der uns jetzt killt. Hey, lass einfach in Electros. Was sollen denn die Electros machen? Ja, okay. Können wir machen. Wir können auch wieder in Eldegoss gehen. Ja, V-Switch, toll, freut mich. Was? Jetzt kommt Lycanroc rein, was macht der? Dein. Gegen Electro. Stone Edge macht 50 bis 60. So. Jetzt. Drain Punch recovered uns einfach 40%. Sollen wir jetzt Aqua Tail oder Drain Punchen? Drain Punchen. Weil Aqua Tail will dann auch Torre Tick gut hitten, ne? Wir können auch einfach T-Punchen. Der stirbt auch an T-Punchen. Aber wenn das Reitschuh Blitzfänger hat? Sonst können wir jetzt einfach rüberfahren. Mit Aqua Tail. Nee. Aqua Tail fahren wir jetzt rüber. Nee, der macht doch nicht so viel an Togetic. Drain Punch, oder? Ja, nee, Drain Punch macht ja nix. Sie sagen ja Aqua Tail. Ja, aber jetzt Drain Punch hier, da kriegen wir KP wieder. Ist doch okay, egal. Können wir auch machen. Ja, Stormage. Easy, getankt. Drain Punch weg. Und jetzt gewinnt Red Rice. 6-0 wir jetzt, oder was? Wer erfing? So, gegen das Ding. Wollen wir Kamalm noch einen Kill geben oder so? Können wir eigentlich machen, das sehen wir jetzt auf. Also. Ich sehe jetzt nicht, was das Ding gegen Kamalm machen soll, deswegen können wir eigentlich in Kamalm gehen. Ich kann Toxic drücken. Warte mal, kann der Pflanzenattacken? Nee. Ich kann vielleicht Schockwelle, aber das ist wahrscheinlich so das Einzige. Der kann Grass Knot und Magical Leaf. Oh, kritisch. Ja, lass ihn Kamalm gehen. Ancient Power. Wenn jetzt den Boost bekommen. Ich weiß. So. Einmal jetzt die Stein leer Taste Kante.
Schlechte Matchups. Ja. Let's go. So, jetzt gegen das Raichu gehen wir jetzt in Eldegoss, oder? Ich würde eigentlich Electros den Kill noch geben, oder? Ja, können wir machen. Weiß nicht. Weiß nicht, oder ich lädt der wollte das? einfach nur das Safe machen. Deswegen in Eldegoss schauen wir, was die drücken und dann schauen, welches Mann wir reinholen. Also 6-0. Ja, okay. Ja. Okay, Debolt, passt, wir gehen Electros, go. Nein, drück einfach Giga Drain, ist scheißegal. Alter, Eldegoss, geht wieder ein Kill! Ich will die nicht noch extra nerven jetzt hier. Crit, easy, Alter, Eldegoss ist wieder OP unterwegs hier. Wollen wir noch einen Mirko gehen, den abwerfen, Kappa? In den Fokus. Leute, wenn wir dieser Kill, weil Fokus war, killt auch Mirko nicht. Ja. Passiert. Und meine Eltern klingeln mal wieder. Hi, ich bin ganz kurz weg und dann kommt Verabschiedung. Let's go. Ja, ein bisschen Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Gegen wen haben wir denn gekämpft? Wer war denn das? Teams. Tirantal und Potent. Und ihr habt. Dem, 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 dem. Ja, Mensch. Dem, 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 dem. Jo, wir haben 6-0, ne? Ja. Bin irgendwie ein bisschen perplex gerade. Wie der Rapper. Ja. Jo, also, wir haben 6-0. Passiert. Ja, ich. Fühlt sich komisch an gerade, aber. I take it, da kommen ein paar lustige Sachen dann am Ende noch spielen. Wir nehmen einfach nächste Woche Geradax. Ja, nächste Woche einfach dann spezielles Geradax. Ja. Spezielles Kamalm, physisches Petiamo mit Gyroball. Den Trick Room. Mit Curse und Gyroball, let's go. Ui. Hat sehr viel Nische. Ja, genau. Für die Anzi dann mal oder so. Ja, klar. Weil die Anzi auch hier überall gespielt wird, ne? Ist ja so das SML-Mann quasi. Jo, aber halt stell ich mir gerade vor, so mit Anti-Gesteinsbeere, Gyroball und so. Okay, das ist komplett dumm, aber. Das Team hat noch mega nämlich das Bronze damit, das ist. Oh, naja, bitte. Also Leute, bis nächste Woche oder bis zu irgendeinem Video diese Woche. Bis zum großen Finale nächste Woche. Ja, bis zum großen SML-Finale. Ist einfach schon was wieder rum, Alter, was ist da los? Wir sind jetzt safe, 5. oder 6., ne? Ja, also wir sind auf jeden Fall obere, aber nicht, jetzt sind wir 5., weil die anderen haben verloren, die beiden. Heißt, wir sind jetzt obere Tabellenhälfte, oder wie? Safe. Ja. Nice. Genau. Geil. Heißt, wir werden jetzt auch 4. oder 5. werden, oder? Darum geht's nächste Woche. Bis dahin. Bye bye. Lasst ein Like da und ciao. Tschüssi.